Liebe Delegierte, liebe Gäste, ich weiß, Ihnen murrt der Magen, aber es bleibt Ihnen jetzt gar nichts anderes übrig. Sie müssen mich jetzt noch einfach in der Rede ertragen. Gut. Fangen wir mit den erfreulichen Dingen an. Und ich bitte um das erste Bild. Das sind die Erfolge, die ich habe, oder besser gesagt, eine Auswahl aus den Erfolgen. Das erste war die sogenannte Dual-Use-Verordnung, über die ich ja schon mehrmals berichtet habe hier. Die Ausgangslage war so, dass der arabische Frühling zusammengebrochen ist, weil die Regierungen, die autoritären Regierungen, die Namen ihrer Gegner erfahren haben durch Überwachungsmaßnahmen, sie verhaftet haben und damit ist die ganze Bewegung zusammengebrochen. Das war europäische Technik, die hier benutzt worden ist. Und wir reden über den Iran. Im Iran werden die Regimegegner zum Teil mit deutscher Technik, ich kann es genauer sagen, mit Siemens Nokia identifiziert, damit sie dann verhaftet und weiter schlimm behandelt werden. Geht es nicht? Ich hatte die Dinge auf einer Folie dastehen. Gut, das Ende war dann, dass das Europaparlament, dass die EU-Kommission 6-mal gebeten hat, hier endlich tätig zu werden. Sie wissen, das Parlament kann nicht selbst Gesetze initiieren. Und endlich kam dann ein Entwurf und ich hatte durch geschicktes Verhandeln dann die Chance, als verantwortlicher Berichterstatter im gesamten Parlament für diesen Bericht zuständig zu sein. Der Entwurf der Kommission war nicht schlecht, aber Sie können sich vorstellen, das war ein Geschäftsmodell der Wirtschaft bis dahin. In dieser Branche werden jedes Jahr 60 bis 80 Milliarden Euro umgesetzt. Etwa ein Zehntel davon geht in den Export. Sie können sich vorstellen, die Vertreter der Firmen standen bei den Abgeordneten Schlange. Das Ende davon war, dass die Europäische Volkspartei, bei uns die CDU-CSU, angefangen und alle Gruppierungen rechts und zum Teil auch die ALDE, bei uns die FDP, versucht haben, diese Regulierung zu durchlöchern. Das heißt, ähnliche Schlupflöcher einzubauen, wie wir es bei der Waffenexportgesetzgebung haben. Eines von vielen Schlupflöchern ist, dass man halt die Waffen nicht direkt in das Krisengebiet verkauft, sondern zuerst nach Südafrika und von dort aus weiterverkauft. Wir haben versucht, sowas zu schließen und dann war es also wirklich lange Marathon an Verhandlungen, an Brückenbauen, an Diplomatie, dass ich diese Fraktionen dazu gebracht habe, all diese Schlupflöcher zu schließen. Ich hatte am Schluss über 90% Zustimmung, sowohl im Ausschuss als auch in der Vollversammlung des Parlaments. Das war aber leider nur der erste Schritt, denn Sie wissen, der Ministerrat muss ebenfalls Zustimmung geben. Und hier ist es so, dass speziell die schwedische Regierung und die finnländische Regierung Opposition machen. Wer dahinter steckt, ist klar, das sind die Firmen Ericsson und Nokia. Bei den Schweden betrifft es mich besonders, denn die Schweden haben eine rot-grüne Regierung und zwei meiner früheren Zimmernachbarn im EU-Parlament sind heute grüne Minister in Schweden. Und ausgerechnet die schwedische rot-grüne Regierung blockiert das Ganze. Ihre Rechnung war zuerst, dass sie überhaupt nichts machen, in der Hoffnung, dass ich nach der EU-Wahl verschwinde, dass ich weg bin. Und wenn ich weg bin, bekommt die Verantwortung für die ganze Gesetzgebung aller Voraussicht nach ein Mensch aus der deutschen CDU, die heute schon gesagt haben, dass sie sich
gegen ihren eigenen ursprünglichen Beschluss stellen werden und diese ganzen Schlupflöcher wieder einbauen wollen. Ich kämpfe mit aller Macht dagegen natürlich, durch viel Diplomatie, interne Fäden spinnen. Es ist es jetzt so weit, dass der Ministerrat wieder weiter verhandelt. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht, aber in dieser Legislaturperiode werden wir sicher nicht zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Die Chancen sind aber nicht schlecht. Ich kämpfe weiter und wir müssen das durchbringen, denn es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, es sind Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Menschenleben, die dran hängen, dass diese Gesetzgebung vernünftig weitergeht. Ich sehe mit Entsetzen, dass das mit dem Projizieren nicht funktioniert. Ich erzähle einfach sonst, wie es weitergeht. Ein weiterer Erfolg war ein Bericht über Früh- und Kinderehen. Wir haben das Problem, dass gerade mit den Flüchtlingen heute Ehepaare nach Europa kommen, wo meistens die Frau 12, 13 Jahre alt ist und die Männer, ihre Männer, zum Teil über 60. Wir haben selbst bei uns in unserer Familie eine Frau aufgenommen, eine Flüchtlingsfrau, die mit gut 12 Jahren von ihren Eltern verkauft worden ist. Dann wurde die Genitalverstümmelung vorgenommen und sie an einen 60-jährigen Mann verheiratet worden ist. Die Frau konnte aus dieser Ehe fliehen mit ihrer Tochter. Sie hat es bis Deutschland geschafft. Wenn sie dort erwischt worden wäre, sowohl von ihren Eltern als auch von ihrem Mann, dann wäre sie getötet worden, weil sie ja in ihrer oder in der Meinung der Bevölkerung dort die Ehre der Familie verletzt hat. Wir haben es durchgesetzt und ich war einer der treibenden Kräfte, dass wir in Deutschland und in Europa Ehen erst ab 18 Jahren anerkennen, denn nur ein mündiger Bürger kann eine wirklich freiwillige Entscheidung treffen und diese, und das ist hier ganz wichtig, diese auch vor Gericht durchsetzen, ohne dass er oder sie von einem Vorwund vertreten werden muss. Also hier hoffe ich, dass wir doch Ehen bekommen, wo beide Teile wirklich freiwillig sich in diese Ehe fügen. Ein weiterer Punkt, der ebenfalls nicht beachtet worden oder in der Presse nicht so richtig bekannt geworden ist, zum Glück ist, dass wir vor gar nicht langer Zeit in der Nähe eines Krieges waren. Und zwar ausgelöst durch die Sanktionen, die Trump gegen den Iran und gegen alle Firmen, die mit dem Iran handeln, ausgesprochen hat. Das Ergebnis war eben, dass sich schon absehen ließ, dass sich die Situation aufschaukelt und wir waren knapp davor, dass es zu einem Krieg gekommen ist. Ich konnte einen winzig kleinen Teil dazu beitragen, dass der jetzige Vertrag noch wenigstens in Teilen weiter erfüllt wurde. Inzwischen ist die Sache sehr gut aufgehoben bei der EU-Kommission für Außenpolitik. Gut, hier ist also im Augenblick keine Gefahr mehr, aber grundsätzlich ist die Gefahr noch nicht weg. Ein letztes möchte ich noch erwähnen als Erfolg. Bei den Tiertransporten gibt es unglaubliche Zustände, speziell an den Außengrenzen der EU. Es ist regelmäßig fast der Fall, dass Transporter vollgepfercht, wirklich in engem Stand mit Tieren, oft mit Rindern, stundenlang in der prallen Sonne stehen. Die Rinder haben nichts zu trinken, sie haben unglaubliche Temperaturen in ihren Wägen, viele überleben das nicht. Hier werden ganz klar EU-Gesetze gebrochen und niemand kümmert sich darum, es ist eine Lobby da, dass diese Transporte möglichst billig laufen. Wir haben daraufhin in der Intergroup Tierschutz eine Untersuchungskommission gefordert, warum die EU-Gesetze nicht eingehalten werden. Der EU-Präsident Tajani hat in rechtswidriger Weise diese Untersuchungskommission blockiert. Jetzt sind wir so weit, dass wir vor dem Europäischen Gerichtshof klagen und diese Klage wird mit auch
durch mich persönlich finanziert. Also auch hier sehen Sie spontan Aufgaben, die auf einem zukommen, aber man kann diese Dinge einfach nicht lassen. Wenn ich jetzt die nächste Folie haben kann, es gibt eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen, die in der Schwebe sind, die eigentlich den größten Teil meiner Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Sie sehen auf der nächsten Folie, wo überall ich wenigstens für die Fraktion dafür verantwortlich bin. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Es ist zum Beispiel den meisten, weder im EU-Parlament noch auch den NGOs, also den Initiativen hier, aufgefallen, dass in dem JEFTA-Abkommen mit Japan, was jetzt abgeschlossen worden ist, ein Passus drin steht, der eine neue Finanzkrise ausgesprochen wahrscheinlich macht, weil genau diese Finanzprodukte, die das letzte Mal vor 10 Jahren zur Finanzkrise geführt haben, noch weiter liberalisiert worden sind. Wie gesagt, Sie sehen, dass es hier eine sehr detaillierte Arbeit erfordert, diese Verträge, die 1.000, 2.000 Seiten lang sind, durchzuarbeiten und hier wirklich die Würmer herauszufinden. Es waren aber nicht nur die Dinge, die ich erwähnt habe, sondern eine ganze Reihe weiterer Aufgaben, die ich habe. Die nächste Folie bitte. Ich kann sie nur ganz kurz erwähnen, die Themen, oder besser gesagt eine kleine Auswahl aus den Themen, die ich sonst noch in dieser Zeit behandelt habe. Auf der nächsten Folie stehen die Probleme bei den Menschenrechten. Ich bin ja im Ausschuss für Menschenrechte, die ich behandelt habe. Hier möchte ich nur eines rausgreifen, was in unserer Presse nur ganz am Rande erwähnt worden ist, die Bombardierung von Städten durch das türkische Militär im eigenen Land, im Wesentlichen in der Osttürkei. Das ist unglaublich, was da passiert ist. Die Leute werden mit Lautsprecherwagen aufgefordert, innerhalb 2 Stunden das Gebiet zu verlassen. Wer danach noch in dem Gebiet ist, wird vom Hubschrauber aus erschossen und das Gebiet wird platt gemacht. Sie sehen hier eine Stadt oder besser gesagt ein Stadtviertel nach einer solchen Bombardierung. In Diyarbakir, einem Weltkulturerbe, einem Stadtteil dieser Millionenstadt, das etwa 3.000, 4.000 Jahre alt ist. Das wurde platt gemacht und diese Ausgangssperre, wie Sie es euphemistisch nennen, hat mehrere Monate gedauert. Die menschlichen Dinge, die hier passiert sind, sind so unbeschreiblich, dass ich sie gar nicht nennen kann. Da muss man etwas tun, da kann man nicht schweigen. Und solche schlimmen Dinge gehören einfach auch zu den Aufgaben, die man hier hat. Gut, außerhalb meiner Ausschüsse habe ich eine ganze Reihe anderer Themen bearbeitet. Die nächste Folie bitte. Das erste ist die Aktion Agrarwende jetzt. Das ist die Fortsetzung von Klaus Krauss. Sie kennen die Problematik, die bäuerliche Landwirtschaft wird bei uns immer weiter zurückgedrängt. Es ist die ausdrückliche Politik sowohl der EU-Kommission als auch der Bundesregierung, die Bauern zurückzutreiben. Bei den Viehzüchtern sind in den letzten 15 Jahren 80% der Betriebe eingestellt worden und sie werden weggedrängt von Großbetrieben, sogenannten industriellen Massentierzuchten, die nicht nur unglaubliche Qualen für die Tiere mit sich bringen, sondern auch für uns Menschen Riesenprobleme, denn das sind die Brutstätten für antibiotikaresistente Keime. Es gibt Vorausberechnungen der Charité, einem berühmten Krankenhaus in Berlin, die sagen, in etwa 2 Jahrzehnten werden mehr Menschen auf der Welt durch antibiotikaresistente Keime sterben, als durch Krebs. Und heute stirbt bei uns jeder Dritte bis jeder Vierte an Krebs. Wenn wir das Handelsabkommen Mercosur, das vorher an der Tafel war, abschließen,
dann sind 100%, wirklich 100% der Hühnchen, die wir aus Brasilien importieren, mit solchen Keimen belastet. Heute sterben jedes Jahr etwa 50.000 Menschen plus minus an diesen antibiotikaresistenten Keimen. Das ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Hier muss man etwas tun. Ein zweiter, wie wir es tun wollen, ist ein Gütesiegel einzuführen, ähnlich wie man es bei den Eiern sehr erfolgreich gemacht hat oder wie es jetzt in Holland mit den Hühnern passiert. Also hier gibt es bereits Modelle, wie man sowas vernünftig anpacken kann. Ein nächster Punkt, ganz kurz noch, beim Mobilfunk ist heute die Situation so, dass nach offiziellen Stellungnahmen der französischen Regierungen etwa 5% der Bevölkerung strahlenkrank durch Mobilfunkstrahlung ist. Die deutsche Regierung gibt eine etwas höhere Zahl an, gut 7%. Das kommt daher, dass die Definition der Strahlenkrankheit etwas anders dort gefällt wird. Aber in der nächsten Zeit soll ja das Internet der Dinge oder die fünfte Generation kommen. Dadurch wird die Strahlenbelastung mindestens auf das Zehnfache ansteigen durchschnittlich, sogar, sagen manche, auf das Hundertfache. Es kommt auf die örtlichen Verhältnisse an. Sie können sich vorstellen, was das dann für unsere Bevölkerung bedeutet, vor allem was das für unsere Jugend bedeutet. Ich war hier sehr aktiv. Ich bin laufend in Verhandlungen mit der EU-Kommission deswegen. Ich habe mit den Spitzen der Wirtschaft, der Industriebetriebe öfter konferiert. Ich war einer der Erstunterzeichner von einem Appell, der von gut 200 Wissenschaftlern unterschrieben worden ist. Wir machen jetzt einen neuen, anderen, allgemeineren Appell. Das heißt, ich bin auf diesem Gebiet sehr aktiv. Ich muss es tun. Unsere Gesundheit hängt einfach davon ab. Ein letztes Gebiet, ganz kurz, Stromspeicher. Sie wissen, Energiewende geht nicht ohne Stromspeicher. Hier sehen Sie auf dem unteren Bild, übrigens neben mir einen ÖDPler. Das war damals die größte Anlage, die überflüssigen Strom in Methan umgewandelt hat, die größte der Welt damals. Und wurde konzipiert und auch wird jetzt betreut von einem ÖDPler, die Theorie dazu macht ein ÖDPler. Und hier darf ich Frau Lipa erwähnen. Sie werden, da hinten steht es, glaube ich, hier, ja, ein wasserstoffbetriebenes Fahrrad sehen mit Wasserstofftank, Brennstoffzelle und Elektromotor. Und der Vorteil dieses Fahrrads ist, dass einfach die Reichweite gut doppelt so viel ist wie beim normalen Elektrofahrrad. Das heißt, mit dem Ding können Sie auf Touren gehen. Es gibt inzwischen zwei Firmen, die sowas produzieren. Ich wollte es einfach nur sagen. Meine Bemühungen, die ich damals gehabt habe, sind inzwischen gut aufgehoben in der Wirtschaft. Es werden Stromspeicher in großer Skala mit modernerer Technik gebaut, als ich es ursprünglich vorhatte. Ganz kurz noch, was hat mein Mandat gebracht für die ÖDP? Wir haben mehr als 500 Besucher in Brüssel und Straßburg empfangen und haben ihnen die EU näher gebracht. Wir haben eine Menge, ich weiß gar nicht mehr wie viele, Schülerpraktikanten für jeweils 5 Tage bei uns. Es ist mir wichtig, genau die Jugend anzusprechen. Ich halte laufend Unterricht an Schulen und gebe auch Vorlesungen an Unis. An Unis seltener, aber an Schulen. Letzte Woche war eine Schulklasse bei mir. Übernächste Woche habe ich Schulunterricht in München wieder. Ich mache das sehr gerne und sehe auch große Begeisterung der jungen Leute für unsere Themen. Ich habe insgesamt 100 bis 200 Vorträge, ich habe es gar nicht gezählt, und Veranstaltungen für die ÖDP gemacht. Denn seit der Wahl bin ich im dauernden Wahlkampf. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Wir müssen mit dem Wahlkampf durchmachen. Wir können uns keine Pause erlauben. Ich habe, Frau Kirner hat es ja schon erwähnt, die jungen Ökologen eingeladen. Und meine
Assistenten und ich haben sie betreut in Brüssel und in Straßburg. Es ist auch hier wichtig, gerade bei unserem eigenen Nachwuchs, das Interesse und vor allem auch das handwerkliche Know-how für solche politische Arbeit zu machen. Ich habe von meinem privaten Einkommen jeweils eine halbe Stelle in Bayern und eine halbe Stelle in Nordrhein-Westfalen bezahlt. In Nordrhein-Westfalen war es Frau Jessica Graz und in Bayern wurde das aufgeteilt. Da hat auch der Bayerische Landesverband die Hälfte dazu gezahlt, zwar Herr Ratschke und Herr Schweiz. Gut, noch ein ganz kurzes Wort zur Presse. Für viele entstand ja der Eindruck, dass ich in den Medien nicht genug präsent bin. Tatsächlich wurde für mich ein Teaser-Video produziert, das immerhin 430.000 Klicks bekommen hat. Ich war mehrere hunderte Male in der lokalen Presse. Mit Dual Use und mit der Prozenthürde war ich auch in der überregionalen Presse, zum Beispiel in der Zeit und in der FAZ. Aber interessant ist doch, dass mich die ausländische Presse lieber hat als die deutsche Presse. Ich war mehrmals zum Beispiel bei BBC und bei anderen ausländischen Sendern. Welche Schwierigkeiten die ÖDP mit den Medien hat, wissen die Bayern sehr genau. Es hat ja da ziemlichen Ärger gegeben mit der Süddeutschen Zeitung. Ich hatte gerade in dieser Woche eine Interviewanfrage vom Fokus und plötzlich haben sich die Leute wieder zurückgezogen. Ähnlich war es beim Deutschlandfunk, da habe ich ein Interview zum Iran gegeben und dann habe ich gefragt, ja, wann wird das gesendet? Hat es geheißen, das wird auf Deutsch überhaupt nicht gesendet, das wird auf Französisch übersetzt und nach Afrika ausgestrahlt. So, lieber Klaus, ja? Die Magen knurren lauter, ich weiß nicht, ob du es auch hörst. Ich höre in zwei Minuten. Das Essen wartet draußen. Ja. Ich höre in zwei Minuten auf. Ganz kurz, von der Tagesschau wurde ich angefragt, jetzt zu Dual Use. Sie haben zweimal mich angefragt und zweimal hat es geheißen, von höherer Warte wurde es verboten, untersagt, dass ich auftrete in der Tagesschau. Das ist ja unglaublich. Und es hat dann den Part ein Grüner übernommen, der eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun hat. Frau Julia Reda, also es geht nicht nur mir so, von den Piraten, wurde in der Tagesschau gezeigt, mit einem Schild drunter, Bündnis 90, die Grüne. Eine platte Lüge. Gut, deshalb müssen wir unseren Wahlkampf jetzt ändern. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie, aber Sie wollen essen. Mein wichtigster Punkt ist, dass wir dieses Mandat erhalten, was für die ÖDP, glaube ich, ganz wesentlich ist. Und dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Vielen Dank.